unverhofft kommt oft, während alle so ein bisschen im Weihnachtsdusel waren und sich gesagt haben, Mensch, Aktienmärkte steigen immer, kam es dann plötzlich zu einem Abverkauf, der die durchaus imposanten Gewinne der letzten 5 Handelstage bei dieser Rallye komplett mal eben vernichtet hat. 600 Milliarden Dollar in 2 Stunden, gut, kann man machen. Was ist da los, was ist da passiert, das wollen wir uns anschauen, warum es zu diesem Ereignis kam. Und eins vorweg, es zeigte, wie stark mechanische Faktoren, vor allem durch diesen Optionsbereich und vor allem durch diese Zero-DTE-Optionen, also diese Optionen, die noch am selben Tag verfallen, welche Mechanik die auslösen und welche Kettenreaktionen die auslösen. Und wir haben durchaus schon gesehen, dass sie Kettenreaktionen nach oben ausgelöst haben, weil massenhaft Leute diese Zero-DTE-Calls gekauft haben, also auf steigende Märkte spekuliert hatten. Die Market Maker mussten dann mitgehen, mussten sich absichern, indem sie selber Käufe tätigen des jeweiligen Underlyings. Und so hat sich eine Dynamik nach oben gespult, die aber eben auch nach unten gehen kann. Hier sehen wir das in nur 2 Stunden. Das ist zwischen 14 und 16 Uhr gestern passiert, New York Ortszeit. Der Index der S&P 500 war ja 10 Tage in Folge gestiegen, aber 5 dieser Tage sind mit diesem Verlust oder mit diesem Down-Move erstmal praktisch ausgelöscht worden. Der Dow Jones hatte seinen zweitschwächsten Handelstag seit März und hier ein Titel: Margin Calls and Massive Put Buying. Stocks and Bond Yields Pook as Goldilocks Dies. Also wir haben ja gesehen, erstaunlicherweise sind ja die Renditen auch gefallen bei diesem Abverkauf gestern. Die Aktienkurse sind gefallen, die Renditen sind gefallen, also weiter nach unten gegangen. Wir sehen, dass die Zinssenkungserwartungen für März gestiegen sind. Normal ist das ja positiv sogar für die Märkte. Also erstaunliche Situation. Dann haben wir ein riesen Verkaufsprogramm gesehen, ein Algorithmus, der in einem Volumen verkauft hat, wie seit Juli kein anderer Algorithmus mehr. Kurz danach gab es dann allerdings wieder ein relativ kräftiges Kaufprogramm. Aber hier schreibt man, that smells a lot like a recession trade, wie ein Rezessionstrade. Warum, will ich gleich zeigen. Aber interessant ist, der S&P 500 hat ja gestern ein 52-Wochen-Hoch erreicht, hat dann aber mehr als 1% im Negativen geschlossen. Das gab es zuletzt vor knapp 10 Jahren im Jahr 2014, und das war das erste Mal seit Monaten, dass wir ein Everything is Down hatten, also Renditen fallen und eben die Aktienkurse auch, dass vor allem die Magnificent 7 noch mitgefallen sind. Und schauen wir uns mal die Heatmap an, und dann sehen wir schon ein ziemlich rotes Meer. Nur Google als grüne Insel hat sich ins Plus gerettet. Wir sehen den Nasdaq 101,5%, um und bei minus, S&P 500 auch fast. Der Russell, der zuvor der stärkste Index war, mit 1,9%, dann auch am stärksten im Minus. Und wir sahen einen Ausbruch des VIX, der mal eben 9% gestiegen ist, hier mit einer sehr dicken Kerze nach oben. Wir sehen, wie schnell das im kürzeren Zeitfenster geht, unten in diesem Chart. Das ging richtig zackig. Was war da los? Goldman Sachs hat versucht, Antworten zu finden und sagt also, da gab es plötzlich riesiges Volumen, da haben wir diesen Sell-off gesehen, vielleicht verbunden mit der Headline, dass Senator Graham Anti-China-Sanktionen ins Spiel gebracht hat, um eine Taiwan-Invasion schon im Vorfeld schwieriger zu machen für die Chinesen. Es gab große Put-Käufe, also man hat auf fallende Kurse spekuliert. Was noch passiert ist, sehen wir gleich, aber der VIX, der war ja nicht mehr gesunken, trotz der Rallye in den letzten Tagen. Das war schon erstaunlich. Hier sehen wir, der Dow 475 Punkte tiefer geschlossen. Aber das erste Mal seit März ist jede einzelne Aktie im Dow Jones gefallen. Also wirklich ein sehr breiter Abverkauf. Der S&P mit dem größten Tagesverlust seit September. Und Spot Gamma zeigt, dass es sich hierbei vorwiegend um Mechanik handelt, nämlich diese Zero-DTE-Optionen, die hier
praktisch eine entscheidende Rolle gespielt haben. Zunächst mal sehen wir Call Selling, also das Verkaufen von Calls, die Glattstellung von Calls, die vorher eingegangen wurden, vor allem auf die großen 7 Aktien, die Magnificent 7 Aktien. Die Dealer haben dann ihre Position rebalanced, also ausgeglichen, haben sozusagen ihre sehr einseitige Positionierung, die wir gleich sehen werden, ein bisschen adjustiert, und dann kam ein riesiger Put-Buyer, der also einen Put gekauft hat auf den S&P 500 respektive den SPY mit einem gigantischen Volumen. Das wiederum hat dann dafür gesorgt, dass die Dealer, diejenigen, die also die Optionen verkaufen, an den Mann bringen, dass der Markt plötzlich in negatives Gamma-Territorium gegangen ist, was dann wiederum Folgen hatte für die Dealer. Die lösten dann eben Long-Positionen auf, die sie als Absicherung eingegangen waren. Also Sie sehen, da ist Mechanik am Start. Und warum das für viele so faszinierend ist, das sehen wir hier. Hier hat zum Beispiel jemand, der einen Zero-DTE-Put hatte mit 475er Strike, also da kann man immer noch eine 0 dranhängen, das bezeichnet hier den SPY, also das S&P ETF, also auf 4750er Basis beim S&P 500, und diese Option, die war den ganzen Tag, naja, so bei ein paar Cent und ist dann zum Handelsende auf 7 Dollar gestiegen, und das in 2 Stunden. Das heißt, man hat sein Kapital vermehrfacht, ver-14-facht, ver-20-facht, und das in 2 Stunden. Und das ist natürlich für viele eine schöne Zockerwiese, die da passiert, und solche Dinge passieren dann eben auch, nachdem wir beim SPY, also diesem ETF auf den S&P 500, die größten Zuflüsse kürzlich gesehen hatten ever, und in den letzten 5 Tagen massive Zuflüsse hier passiert sind, so stark wie zuletzt 2018. Damals gab es dann einen Rücksetzer von 12% in den nächsten 10 Tagen, muss diesmal natürlich überhaupt nicht so sein, aber es zeigt, wie vulnerabel der Markt geworden ist inzwischen, weil alle auf derselben Seite des Bootes gesessen sind. Das sehen wir hier, der RSI so überkauft wie kaum in den Jahren mal zuvor. Und dann plötzlich mal knapp 2 Stunden haben ausgereicht, dass der S&P 500 nicht mehr komplett überkauft ist. Aber es ist wirklich scary, wie hier ein Beobachter sagt, wenn alle auf derselben Seite des Bootes sitzen. Und das sieht man auch beim Dealer Net Delta Exposure mit einem neuen Allzeithoch. Das heißt, die Vulnerabilität, wenn da etwas anderes passiert, als alle erwarten, die steigt am Markt. So kommt es zu solchen Kettenreaktionen, zumal die Stimmung extrem bullisch ist. Wir sehen hier die neueste Umfrage unter Privatinvestoren in den USA. 52,9% sind bullisch, 20,9% sind bärisch. Leichter Anstieg der Bären, leichter Anstieg der Bullen nochmal im Vergleich zur Vorwoche. Alles auf Kosten der Neutral, der zuvor neutral eingestellten. Und hier sehen wir 4 Greed Index nach dem gestrigen Sell-Off dann in diesen 2 Stunden nur noch in Anführungszeichen bei 71. Gestern waren wir bei 80 im Extrem-Gear-Bereich. Und wir wollen nochmal dieses Goldilocks-Szenario uns anschauen, wie wir in dieser Headline sehen, Goldilocks dies. Hier sehen wir diese negative Divergenz zwischen dem S&P 500 und den Aktien über dem 20-Tages-Durchschnitt. Also der Index ist immer weiter gestiegen, aber die Zahl der Aktien, die über dem 20-Tages-Durchschnitt handeln, nicht. Das ist eine negative Divergenz. Dann hatten wir gestern eine wirklich miserable Anleiheauktion einer 20-jährigen US-Staatsanleihe, und normalerweise bei einer miesen Auktion, wenn also die Nachfrage nicht besonders toll ist seitens der Käufer, dann steigen die Renditen. Das ist nur ganz kurz passiert. Dann sind die Renditen wieder deutlich gefallen. Was riecht der Markt da? Was riechen die Anleihenmärkte? Spielen die bereits Rezession? Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 3,87%. Und während also die Anleihenmärkte immer mehr eine Rezession einzupreisen scheinen, sehen das die Konsumenten anders. Gestern hatten wir das Verbrauchervertrauen der Uni, nicht der Uni Michigan, sondern Conference Board. Und wir sehen hier die Zahl der Amerikaner, die eine Rezession erwarten, ist jetzt so gering wie seit langer Zeit nicht mehr. Also die Konsumenten werden optimistischer, die Märkte riechen etwas Faules, und das ist auch gekommen durch die miserablen Zahlen von FedEx.
die ja, wenn man so sagen kann, ein Proxy für die Weltwirtschaft sind, für die Gesundheit dieser Wirtschaft. Und gestern ja 12% die Aktie gefallen. Und hier sehen wir, dass FedEx und der ISM Manufacturing Index, der ja schon lange in einer Rezession ist, in der Schrumpfung ist, dass die relativ konkurrent laufen. Also das hat Rezessionssorgen geschürt. Dann gab es noch das eine oder andere Unternehmen, das sich sehr vorsichtig geäußert hat über die weiteren Aussichten. Und wir sehen das auch in Sachen Rezession, diese totale Divergenz zwischen Dow Jones Industrials und Dow Jones Transports. Die Transports müssten eigentlich vielleicht sogar vorauslaufen. Sie laufen aber hinterher, sind viel schwächer als die Industriewerte. Normalerweise ein Zeichen, dass da etwas nicht stimmt. Hier sehen wir mal, die Märkte haben es bis zu 7 Zinssenkungen in 2024 eingepreist. Da müsste also schon sehr vieles passieren. Aber wir sehen auch eben die Anleiherenditen in Europa. Hier die 10-jährige deutsche Staatsanleihe erstmals unter der 2%-Marke wieder seit langem. Jetzt sehen wir auch nochmal Geopolitik, ja nicht nur durch Houthi und mögliche Verwerfungen, Lieferkettenprobleme durch diese Geschichten im Roten Meer, sondern jetzt überlegen die Amerikaner es offenkundig, weitere Zollanhebungen etwa auf chinesische E-Fahrzeuge oder Solarprodukte. Wir sehen, dass die Spannungen zwischen China und den Philippinen sich verschärfen. Wir sehen, dass das chinesische Immobilienunternehmen Aiyuan praktisch jetzt Insolvenz in den USA angemeldet hat. Chapter 15 ist das, wenn ich das richtig erinnere. Also man meldet Gläubigerschutz in den USA an, also das nächste Immobilienunternehmen in China, das A Problemsche hat. Und hier haben wir A Problemsche. Gestern hatte ich gezeigt, dass die Maßnahmen der Ampelkoalition die Inflation um 1,2% anheben werden. Und das zeigt sich schon hier im Konsum, der schwächer ist als erwartet. Das Weihnachtsgeschäft ist sehr schwach oder ist schlechter, als sich die Händler das Ganze erhofft hatten. Kein gutes Zeichen auch für die deutsche Wirtschaft. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Was ist da passiert? Absturz im S&P 500. Was war da los? Hier nochmal Einzelheiten. Warum, wieso, weshalb das passiert ist? Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, was ist los bei den Renditen? Die Zinsen fallen und fallen. Der Preis, der Marktpreis der Zinssenkungen ein. Wir sehen also eine unglaublich schnelle Wende, erst total steigende Renditen, jetzt stark fallende Renditen. Die Märkte sind derzeit absolut extrem, also diese beiden Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus, ciao.